du tust, ich weiß, du tust es aus Lust. Was auch immer du denkst, du die Wahrheit erkennst. Wenn du an mich denkst, dann ist es mein Ziel. Kein Spiel, das ich bin, und es gibt nichts, was ich mehr wollte. Du bist das Größte für mich. So wunderschön, alles liegt bei dir zu sehen. Die Welt am Bergeshöhe, Frank in Tila des Sese. Wer dich hat einmal gesehen, der wird uns verstehen. Kommen wir jetzt zur Bewertung, zur ersten Bewertung. Wir machen es immer so, wir befragen immer zwei der Jurymitglieder, damit wir schon flott unterwegs sind. Und ich darf jetzt gleich einmal beginnen mit dem lieben Franz. Irgendwo müssen wir da ein Mikrofon haben. Simone koordiniert schon wunderbar. Und lieber Franz, beim Baumbummball gibt es ja unglaublich viele Volksmusikanten, die da auch immer aufspielen. Das wissen wir, da wird immer fleißig getanzt. Wäre das so eine Gruppe, die da reinpassen würde zu dir in die Stadthalle? Die würden auf jeden Fall reinpassen zu mir. Muss man schauen, wo sie hinpassen. Wenn sie die Sieger sind, dann stehen sie auf der Bühne. Und wenn sie nicht die Sieger sind, werden sie auch dabei sein. Der Sound ist super und vor allem sie haben eines geschafft. Gell? Sie haben zu dem, was wir tanzt, richtig tanzt haben, richtig dazu gespielt. Ja, aber das haben sie sehr gut gemacht. Und vor allem, du sprichst eines an. Die jungen Musikanten werden auch von dir gefördert. Also steirischer Baumbumper irgendwann einmal mit Steirerwind ist möglich. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben in Summe haben wir 28 Musikinterpreten, die am Ball auftreten. Und das kann ich schon sicher versprechen. Da ist ein Platz dabei für euch. Ich sage Dankeschön. Gratulation, Jungs. Also sehr, sehr positives Feedback Nummer 1. Jetzt gehen wir vom Tänzer zum absoluten Profi-Tänzer. Willi, du kannst alles. Latein, Cha-Cha-Cha, alles was gibt. Volker kannst du natürlich auch. Wie gern hättest du zu diesen Klängen jetzt getanzt? Ja, ich muss sagen, das ist wirklich echt eine flotte Musik. Ich hätte am liebsten eine flotte Polka mit Ratter. Gestern habe ich noch mit der Maria Sandner da nicht tanzt. Ja, heute sitzt sie neben mir. Aber ich bin froh, wenn ich mal nicht tanzen muss und einfach euren Auftritt genießen kann. Mir hat es super taugt und mir taugt so echte, richtige steirische Volksmusik halt voll. Also meine Punkte habt ihr, macht es weiter so. Oh, 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 Lissabon, oh, Lissabon, du stehst zwischen mir und mein Kind. Oh, 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 Lissabon, oh, Lissabon, du hast mir noch die einzige Karten geschickt. Hey, Lissabon, oh, Lissabon, du stehst zwischen mir und mein Kind. Lissabon, oh, Lissabon, für die Verlassen, allein und dunkel lieb. Oh, 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 oh. Wir wohnen aus der Hauptstadt, da ist ein Nebenstraßenweg. Sag's, was ist das? Irgendeine Geschichte oder eine schöne Erinnerung versteht. Und man kennt alle Braten und wen noch? Alle Gauner, alle Tricks. Die lustigen Schickis, die normalen Netz und die Salonsteiner Freaks. Sie sind alle nur tot. Und das gehört genauso. Und jetzt so, Steier mal. Bravo, da bin ich her. Und ich mach das Gefühl, dass ich wohl daheim bin, immer mehr. Steier vor, ob ich mal in Zukunft von irgendwo, da
kann mich nichts überraschen, aber wirklich, wer braucht, ist einfach mehr da. Ausgepasst, getrennt! Ah, Hitzendorf wacht schon langsam auf. Wir haben gleich eine wichtige Mitteilung. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Unsere Jury, die hat keine Angst vor Leid. Also das ist alles gewohnt. Ein bisschen nach vorne kommen, dann seht ihr natürlich besser. Da hinten haben sich ein paar Leute aufgeregt und gesagt, wir sehen nicht zur Bühne. Kommt so ein bisschen nach vorne und macht uns ein bisschen kuschelig, oder Marco? Dann ist es gleich gemütlicher. Das Getränk hat so richtig eingeheizt und jetzt dürfen wir gleich einmal die Dame in der goldenen Mitte befragen. Simone, ich beobachte es mal da hinten immer ein bisschen. Du hast den kompletten Tisch hier zum Wackeln gebracht. Du bist so eine richtige... Also, Rampensau darf man nicht sagen eigentlich, aber es hat so gewirkt, du bist begeistert, oder? Begeistert von dieser Musik. Ja, das geht jetzt. Ja, sehr begeistert. Man kann halt Gruppe 1 und Gruppe 2 fast nicht vergleichen. Und ich muss dir was gestehen, der Markus Lynch und ich sind heute zusammen rausgefahren und wir haben schon jede Gruppe vorher ein bisschen angehört, gell? YouTube ist geil, Live-Sets nur mal besser. Also wir waren jetzt gerade einstimmig der Meinung, Live ist richtig, richtig geil. Lissabon, richtiger Ohrwurm. Hat mir sogar noch besser gefallen wie Steiermark. Steiermark geht immer. Ja, aber jetzt haben wir es gedacht, das passt einfach so zum... Passt super. Ich habe auch von der linken Seite schon gehört, allein im Sturm Graz gibt es schon 10 Punkte. Also, ja. Aufpassen, das wissen wir, wenn auf die Bühne kommt, sage ich nur Marco, gell? Marco Wagner ist ein SK Rapid-Fan. Ja, diese Lobby hat es jetzt übrigens. Ja, das ist ja auch groß. Ja. Nicht nur heute. Ja, lustig. Und noch dazu seid Fashion-Burschen. Oder Mädels? Fashion-Burschen? Okay, vielleicht gibt es Luiso. Also ich bin davon überzeugt, Fashion-Burschen. Es kommt dann noch dazu, also ihr macht da was her und hat richtig Stimmung auf der Bühne gemacht. Also ihr taugt zwar. Danke Simone, ganz schnell das Mikrofon zum Gernot. Gernot, der Experte schlechthin. Gute Musik, vor allem eigene Musik, oder? Ein eigener Stil. Eigene Musik, eigener Stil, aber Steiermark ist natürlich ein Cover, die erste aber sehr dafür. Schön interpretiert. Erste Nummer, Lissabon, ganz toll. Aber was ich sagen muss, sie werden absolut dem Titel des Abends gerecht, nämlich Jung und Wild. Besser kann man es nicht machen. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Die beiden Gruppen, die bis jetzt gespielt haben, zeigen, oder auch unsere Gewinnerin vom letzten Jahr, welches tolles Spektrum die deutsche Sprache hat. Das war wirklich ausgezeichnet von allen Künstlern, sehr schön gesungen. Wenn du in einem Windspiel klingst, Radio Treasure für uns singst, denken wir an dich. Du bist im Sauerstoff der Luft, wir atmen jeden Tag den Duft, du bist dabei uns. Wir fahren bis zum, du gibst uns Kraft, Liebe und Schwung, ganz egal wo du bist. Ob du Gott taugst, meinst oder willst, oder du Gott auf der Schulter von einem pass auf die unser Garner Bull, sei stark und sorg uns nach, was du erlebt hast, und käme noch mit bei dir sein. Aber weh, was da uns hat, bist du niemals mehr allein. Bist du niemals mehr allein. Du ziehst dir deine Schuhe aus, nimmst meine Hand, gehst mit mir raus. Unglaublich wie geflasht ich vor dir bin. Ich schau dich an dem Regen, du stehst barfuß am Asphalt, weg in meine Jacke gehen, weil ich sehe, dir wird kalt. Ich schau dich an dem Regen, jeder Tropfen an dir glänzt, und ich jeden Tag kann sehen, ob du wach bist oder pennst, weil du mich schon jetzt erkennst. Einen riesen Applaus für Richie Schlögl und seine hervorragende Band und diese vor allem Wahnsinns Live-Performance. Richie. Sensationell. Gratuliere. Hat's euch gefallen, meine Damen und Herren? Ja, es sind ja einige Fans da. Wir dürfen gleich mal die Jury fragen und Marco, es liegt natürlich nahe. Du kennst dieses Gefühl, wenn man mal bei einer riesengroßen Fernsehsendung war, der Star schlechthin und dann steht man wieder auf solcher Bühne.
Ich glaube, das Wichtigste ist, ehrliche Musik zu machen, oder? Und das macht der Richie. Jetzt funktioniert es sehr gut. Ja, Richie, ich sehe da mit dir hinten sehr viele prominente Musiker. Ich kenne da von Horst, dann Tagträumer, also bist du sehr prominent da hinten besetzt. Ja, Wahnsinn, habe ich viel Glück gehabt, ja. Danke, Jungs, an euch, ich habe super gespielt. Das Wichtigste ist natürlich, dass du da oben stehst. Und ich verfolge dich natürlich schon auch seit längerer Zeit, kenne natürlich auch, was deinen Werdegang betrifft und alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Also ich finde, du hast eine richtig gute Entwicklung in letzter Zeit dahingelegt. Ich finde auch, dass die Musik, die wahnsinnig gut steht, der zweite Song, den du da gemacht hast. Du hast sehr viel Gefühl in der Stimme. Du transportierst das Gefühl auch. Es kommt bei den Zuhörern an. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Ich weiß, die erste Nummer ist ein sehr, sehr trauriger Moment in der Stunde von Graz gewesen, wie du da verarbeitet hast. Es ist wirklich sehr bewegend, wie du das gemacht hast. Und der erste Single werden wir auf jeden Fall kaufen. Ich finde, dass das hervorragend gemacht und meine Punkte, glaube ich, hast du jetzt. Danke, lieber Marco, danke. Danke, lieber Marco. Wir geben das Mikro weiter zu Markus, der Franz, der kennt sich schon aus. Ja, lieber Markus, du beobachtest da alles ganz genau. Giftest ein bisschen immer mit der Simone. Die Performance war sensationell gut, oder? Ja, Richie, was soll ich da sagen? Du bist ein super Sänger. Ich glaube, das weißt du auch selbst. Du hast vor Millionen Publikum schon gesungen. Du kannst mit deiner Stimme unglaublich gut umgehen. Du kannst ganz, ganz sanft und berührend singen und dann richtig Druck geben. Das kennen nicht besonders viele und das machst du wirklich mit Bravour. Danke. Vom Stil her passt dir, wie ich finde, auch, also ich weiß, um den Hintergrund der ersten Nummer, die du gesungen hast, die wunderschön ist. Trotzdem ist der Stil der zweiten Nummer, dieser Deutschpop, finde ich, der steht da richtig, richtig gut. Ich glaube, du wirst da auf einem richtig guten Weg sein momentan, weil es hypt einfach momentan und du kehrst du genau rein. Die Band ist sowieso spitze, prominent besetzt, wie du schon richtig gesagt hast. Super Groove, sehr lässig, hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke Markus, danke liebe Jury und vor allem einen Riesenapplaus und danke nochmals an die tolle Band und vor allem an den Richie Schlegel! Gleich einmal wieder eine Umfrage, beginnen beim Willi. Ja, Willi, eine junge Dame auf der Bühne,
die so richtig strahlt, man merkt, das macht dir Spaß. Wie hat es dir gefallen, die Performance von Anna? Ja, wie könnte es jetzt anders sein, als ihr mich fragt, gell? Ja, ich weiß nicht, irgendwie so 1, 2 oder 3. Es waren im wahrsten Sinne des Wortes wirklich bewegende Momente. Also das erste Viertel, das war Gänsehaut am ganzen Körper. Unglaublich. Ich habe mich schon lange nicht mehr so berührt gefühlt von einer Künstlerin auf der Bühne. Auch die zweite Nummer war lustig, deine Körpersprache ist natürlich auch ein Traum. Ich wäre natürlich aber auch sehr gespannt, was Eigenes von dir zu hören, falls es etwas gibt. Ja, weil diese Stimme und der Körper, die könnten auch gut ein eigenes Projekt supporten, glaube ich. Die Fragen gleich weiter. Gibt es Arbeit, oder? Bisschen Arbeit, glaube ich, oder? Bisschen Arbeit. Schauen wir ja. Super, na, da bin ich sehr gespannt. Also vielleicht bei Powerpumper dürfen wir dann schon was hören, sollte diese Dame gewinnen. Lieber Franz, würde diese Dame auf die Bühne passen? Wahrscheinlich zu 100% ja. Na, mir gefällt ja schon mal das Outfit, gell, mit dem Kirschendirndl in der Kirchenhalle aufzutreten, ist einmal großartig. Ich denke, wir haben richtig, ja. Ich muss dem Willi recht geben, also das erste Lied, City of Angels, traumhaft, das ist nämlich schwer zum Singen, top gesungen. Ich habe den Vorteil gehabt, gell, der Marco neben mir hat mitgesungen. Ja. Das ganze Lied, ich habe da jetzt... Beim ersten oder beim zweiten? Nein, beim ersten, okay. Beim City of Angels. Und habe da einfach gehört, dass jeder Ton getroffen wurde. Und dann habe ich noch beobachtet, der Willi hat es aufgenommen. Gell? Also großartig, großartig gesungen und beim zweiten einfach auch gezeigt, dass da das Rhythmusgefühl vorhanden ist und ein bisschen ein Show-Element in dir steckt. Also weiter so. Würde mich freuen, wenn wir uns im, am 9. Februar sehen würden. Und das ist der Applaus für die Anna Kringelhofer, meine Damen und Herren. Der Countdown läuft, bis ich dich sehe. Tick-Tack, Tick-Tack in meinem Herz. Und die Zeit scheint hier zu stehen. Die Tür geht auf, du kommst herein. Mein Herz entwickelt zu schlagen an. Als wär's ein Paradies. Und es kommt einfach nicht zu. Sind wir jenseits von Eden? Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur einmal zärtlich zu sein, dann haben wir uns sonst gelebt. Ja, Gernot, vielleicht hat er ganz kurz Zeit für uns. Ein super toller Auftritt und ich glaube, auch du warst begeistert. Ich hoffe, man kann dich hören. Das Mikrofon ist auf. Mikrofon ist jetzt wieder offen, Dankeschön. Bernard, ganz toll, ich traue mich ja gar nichts Schlechtes zu sagen mit 5000 Fans und dir im Hintergrund. Also im Rücken, ich habe wirklich Angst. Ja, vielleicht hätte nach Jenseits von Eden noch ein bisschen Frieden gepasst. Aber ja, ganz gut gemacht, war ganz okay. Vielleicht noch mehr Eigenständigkeit bei deinen eigenen Nummern. Ich glaube, das würde dir gut tun. Okay, danke schön. Simone, wie hat es dir gefallen? Also, als einzige Frau in der Jury, gell? Ist der Bernard ein fescher Kerl? Ja! Danke schön. Nachdem ich selbst 10 Jahre in Kärnten war, wo kommst du genau her? Schüttling am Wörthersee, sagt er das? Ja. Mir schon. Also, okay, ja, okay, super. Pyramidenkugel. Der Franz ist der Pyramidenkugel. Ich finde die Ausstrahlung ein Wahnsinn. Ich war bei der zweiten Nummer aber fast noch mehr da als bei der ersten. Und ich glaube, die erste Nummer war jetzt die eigene. Ja, die erste Nummer war ganz eigene, die ich selber geschrieben habe. Ja. Okay. War bei der zweiten fast noch ein bisschen stärker da. Also da bist du ein bisschen mehr rausgekommen. Der Stimmvolumen war noch größer. Da bin ich warm geworden. Da bist du warm geworden. Also, das heißt, wenn du es dann gewinnen solltest, hören wir dann noch was von dir und dann bist du richtig. Ja, dann brennt er. Dann brennt er für dich, Simon. Also ich glaube, du bist der Frauenschwan. Ja, ja, ich hab auch was. Solange die Welt sich mit uns dreht, solange die Sehnsucht nicht vergeht, bitte ich nur bei dir.
Raum für mich. Du zeigst mir den Weg, den ich vorhin nicht sah. Und was dann passiert, du bist mir immer nah. Zum allerletzten Mal, leider Gottes. Lieber Franz, wir machen es jetzt gleich gemeinsam mit der Simone, damit wir alle nochmals hören dürfen. Wie hat es euch zwei gefallen? Ganz kurz. Beginnen wir bei Marco. Marco war okay, war sehr okay, war super. Jawohl, jetzt geht's. Ja, was soll ich sagen? Ich kenne dich natürlich als Volksberger, als Gebürtigen, weiß ich, wer du bist. Hab deinen Werdegang verfolgt und hab deinen Auftritt natürlich heute wieder fantastisch gefunden. Ich kenne dich schon länger, du hast wirklich Schlager im Blut, du lebst das Ganze, du bist nicht nur Schlagerkünstlerin, die sagt, ja, das mache ich heute, weil ich das einfach machen möchte, sondern du fühlst es wirklich, das nimmt man dir auch ab und der letzte Song, glaube ich, kann echt ein Hit werden, also mir hat es sehr gut gefallen. Dankeschön, danke Marco. Lieber Franz, war sehr gut gelungen. Charmant, sympathisch, toller Auftritt, zwei eigene Nummern, sehr gut gemacht, ein echtes Sternchen am Schlagerschwimmel. Wenn das der Franz sagt, dann stimmt das natürlich. Von der einen Blonden zur anderen Blonden, Simone, begeistert. Ich muss sagen, die Mädels sind ja allein auf der Bühne gestanden, gell? Stimmt, ja. Und allein auf der Bühne zu stehen, ist noch einmal, finde ich, schwieriger, weil du hast ja nicht irgendwie so die Manpower im Hintergrund. Und ich muss sagen, zwei eigene Songs kommen noch dazu. Deswegen Hut ab, zwei eigene Songs allein auf der Bühne zu stehen. Stimmgewaltig bist auch und deine Schüler sind entzückend, gell? Die hast du gesehen? Bin ich auch. Und ich weiß, der Box sagt jetzt bereit. Und 1, 2, jump, 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 jump! Face it with a smile. There is no need to cry for the troubles, what it is. Will you still recall me? And about it all begin. Will you release me with a kiss? How I tried to draw the wheel. If I have, I couldn't feel. Did I fear the consequence? Days my kiss burned, cozy in my mind. Wanna jump, 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 jump. I'm so blind, ask you so, but I won't let you go. I'm so blind, I feel so, but I won't let you go. I shaved the liquid wet, fitted out of greater cracks, for devotion by light. Oh, you're such a pretty one, and a naked thrill of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you there, if you need me every day, won't you ever let me down? Days my kiss burns, cozy in my mind. Well then jump, 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 jump. I'm so blind, I feel so, I won't let you go. I'm so blind, I feel so, I won't let you go. And I touch your face, my cunning, my courage, very shame. And I called your name, I get addicted to cooking, or the stuff will blow you free.
And I touched your face, my cutting microwaves, Mary Jane. Words flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breathe drifting on by, you know how I feel. As a new dawn, as a new day, oh, it's a new life for me. And I'm feeling good. See, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, oh, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, oh, you know what I mean. Sleep in peace when day's gone, well, that's what I mean. And this whole world is a whole world, a new world for me. Ist auch so schön, gefällt mir auch. Aber da in der Nähe von Volzberg, da geht mir einfach immer wieder das Herz auf. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid auf beim Steirerfest, bei so vielen Leuten, beim ausverkauften Haus. Das ist immer ein unbeschreibliches Gefühl und ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken beim Rudi Mali für dieses wirklich tolle Event. Und ich glaube, euch gefällt es auch, oder? Ja! So, jetzt haben wir gedacht, ist ein ziemlich harter Sprung, der jetzt kommen wird, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich glaube, ein bisschen Überraschung muss sein. Und jetzt möchte ich mal wissen, wo sind die ganzen Mädels heute da? Wo sind die Mädels und die Damen? Immer ganz laut. So, Burschen, jetzt seid ihr dran. Wo sind die Burschen? Mädels?
Bursche! Kärntner! Gänger's an! Wo sind die Hände? Come on! So geht das! Zicken, zacken, zicken, zacken! Ich kann Spur, die von uns leer. Und mein Herz, wie leise schwer. Ich geh kaputt, und du bist wieder bei mir. Come on! Wie alt war es, jetzt ist Schluss. Und was ich um dich kämpfen muss, wo bist du? Sag mir, wo bist du? Es ist die Hände gemacht, das ist Wahnsinn. Schickst du mich in die Hölle? Come on! Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spürst uns meine Gefühle. Und mein Stolz liegt längst schon auf den Höhen. Mein Bart ist rassistisch. Setz ihn euch da auf! Ich schlafe rum, du bist spät. Weil ich weiß, dass so nach dich das geht. Ich brauche Luft, bevor mein Herz ansteht. Oh yeah! Und wie ein Wolf reich ich durch die Stadt. Sie soll mich unbetreiben, ab wo bist du? Hixendorf, wo seid ihr, der Mann? Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, das spürst du meine Gefühle. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Weil ich weiß, wie ich bin. Ich seh dich. Und schütt die Hände, come on! Zicken, zacken, zicken, zacken! Zicken, zacken, zicken, zacken! Vergiss schon, zicken, zacken, zicken, zacken! Du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Doch noch weiß ich, was ich will. Ich will dich. Dankeschön! Das ist der Hammer! Ich wünsche euch noch richtig viel Spaß beim Steirerfest. Trinkt ordentlich, gebt schön Gas und ja, alles Liebe. Ihr seid die Geilsten. Dankeschön!